So, herzlich willkommen zum Mobotics Cloud Demo. Dieses Cloud Tutorial soll einen kleinen Überblick geben, was der Benutzer und später im Verlauf des Videos, was der Installer an der Cloud nutzen kann. Für den Benutzer erscheint die Cloud in erster Linie mit den Layouts, wo er zwischen verschiedenen Layouts hin und her springen kann. Die Nutzung der 6 Megapixel Auflösung der Kameras kann durch diese Post-Presets der Kamera genutzt werden, indem die Kamera einen nativen Zoom macht, um entsprechende Details im Bild etwas näher heranzuholen. Hierzu haben wir verschiedene Presets hier definiert. Ich denke, die Benutzung ist hier sehr offensichtlich, wie man das nutzen kann. Was mir besonders gut gefällt an der Cloud ist, man kann sehr leicht ein komfortables Playback-Fenster aufmachen. In diesem Playback-Fenster hat der Benutzer die Möglichkeit, in seinem Zeitlinie mit der Maus entsprechende Zeitmomente anzufahren, diese dann wiederzugeben. Dann wechselt natürlich die Cloud von einem Vorschau-Stream zu einem hochauflösenden Stream, was man zuvor eingestellt hat. Man sieht jetzt hier, es wird wiedergegeben und der aufmerksame Beobachter wird feststellen, es gab jetzt einen Sprung. Das ist genau an dieser Stelle, wo diese schwarzen Striche in dieser Zeitleiste markiert sind. Dort werden nämlich auch virtuelle PTZ-Aktionen oder Schwenkneiger-Aktionen in der Cloud markiert und man kann diese zielgerichtet anfahren. Eine außergewöhnliche Funktionalität in der Cloud ist die Möglichkeit des synchronen Playbacks. Hierzu öffne ich mal ein zweites Fenster. Positioniere diese nebeneinander und bewege nun in dem rechten Fenster den Zeitslider. Man wird feststellen, dass automatisch auch links der Zeitslider mit bewegt wird, weil das Ganze ja im Synchronmodus läuft. Sobald der Benutzer dann rechts ein Video abspielt, wird auch links das dazugehörige Video oder der Zeitbereich wiedergegeben und man kann sich das beides anschauen und bewerten. Wenn ich diesen Modus ausschalte, drücke ich einfach nur oben auf das Symbol, dieses runde Symbol, und dadurch stellt man fest, dass dieser zeitsynchrone Modus deaktiviert ist. Playback-Funktionalitäten befinden jetzt nur in dem rechten Dialogfenster statt. Ich schalte das mal wieder an, dass man auch sieht, wie leicht man das wieder anschalten kann. Das ist auch natürlich nicht nur auf zwei Fenster begrenzt, sondern kann mit ganz vielen Playback-Fenstern umgesetzt werden. Wenn wir nun diese Plus- und Minus-Symbole nutzen, können wir natürlich auch in den sogenannten Galerie-Viewer wechseln. Dann bekommt der Benutzer nicht nur das aktuelle Bild angezeigt, sondern auch die vorherigen Events als kleine Vorschaufenster angezeigt und kann natürlich entsprechend nach der Bildauswahl ein entsprechendes Event auswählen, dieses natürlich dann auch wiedergeben. Ist eine andere Form der Auffindung von relevanten Ereignissen in der Aufzeichnung. Als nächstes schauen wir uns dann mal an, wenn der Benutzer einen entsprechenden Bereich exportieren möchte. Hierzu muss er nur auf diesen Save-Button drücken, dann öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, dort kann er den Typ des Downloads auswählen, er kann eine gewisse Bemerkung hinzumachen und kann dann ganz einfach auf Download drücken und dann wird diese Sequenz in einen speziellen Download-Bereich der Cloud gesichert. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an, weil hier unten rechts waren auf einmal zwei rote Knubbel entstanden. Wie kommen diese denn? Schauen wir uns das Ganze doch mal in dem anderen Playback-Fenster an. Ich drücke wieder auf den Save-Button, wähle wieder meinen Typ aus, was ich herunterladen möchte, mache wieder eine Bemerkung für diesen Export in diesem Dialogfenster. Vielleicht sollte ich auch das Fenster etwas größer machen, dass man nochmal unten diese roten Boppel da sieht in dieser Zeitleiste. Das sind Zeitmarker und diese kann man natürlich als Benutzer mit einem Shift-Klick verändern. Ich drücke das mal hier, Anfang-Ende-Position mit Shift-Klick und wie man sieht, wird ein grüner Bereich aufgezogen und jetzt wird dieser ausgewählte Bereich heruntergeladen. Das schauen wir uns später nochmal im Detail an. Springen wir jetzt erst nochmal auf die Tags. Tags sind eine nützliche Form, um eine große Anzahl von Kameras etwas nach eigenen Kriterien zu sortieren. Hier wurden verschiedene Tags angelegt, wie hier zum Beispiel Fischauge, IoT, Straße. Kann man beliebige Marker, Namensmarker geben und kann dann später in diesem Gruppe Tags die entsprechenden Marker auswählen, suchen und dementsprechend werden die Kameras mit diesen Markern auch in der Anzeige dargestellt.
Ein besonderes Highlight der Cloud ist die Benutzerverwaltung. Einen neuen Benutzer anlegen ist kein Problem mehr in der Cloud. Man benötigt nur die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers und gibt diese in dem Dialog hier ein und bestimmt dann danach, welche Zugriffsrechte der Benutzer haben soll. Rund um die Uhr Zugriff, auf welche Kameras im Detail soll er denn nur Zugriff haben? Auf alle, auf wenige, auf keine? Das kann man per Drag and Drop ganz einfach hier bestimmen. Und so kann man auch in den Layouts verfahren. Per Drag and Drop zieht man das entsprechende Layout, wo Zugriff erteilt werden soll, in die Maske. Mit feingranularen Benutzerrechten kann auch der Administrator oder der Besitzer der Anlage bestimmen, welche Rechte denn dieser neue Benutzer haben soll. Das ist einfach zu lösen, auch gut beschrieben und bringt natürlich die Benutzerverwaltung von dem klassischen Installer mehr in die Verwaltung des Eigentümers zurück. Das ist ein großer Fortschritt und ein großer Vorteil der Cloud. Springen wir nochmal zurück in das Download-Bereich der Kamera. Wie wir sehen, ist der eine Download noch nicht ganz fertig. Schauen wir uns mal den erstgemachten Download an. Wer kann hier per Link ganz schnell drauf zugreifen? Und das sieht man kommt direkt in den gleichen Bereich wieder rein, wo wir zuvor den Export ausgewählt haben. Das heißt, jeder Benutzer, der Zugriff auf die Cloud hat und die entsprechende Berechtigung, kann den gleichen Bereich anschauen. Und jeder kann dann natürlich, der die Berechtigung hat, sagen, das ist jetzt ein wichtiger Bereich, den möchte ich herunterladen, den möchte ich dauerhaft auf meiner Festplatte sichern. Dazu auf das Wölkchen klicken, dann wird ein ZIP-File heruntergeladen. Dieses ZIP-File kann man dann exportieren und hat dort verschiedene MP4-Files enthalten. Ein MP4-File ist der hochauflösende Aufzeichnung des eigentlichen Event und das andere sind die Vorschau-Auflösung, die die Cloud permanent je nach Einstellungen vornimmt. Beides ist dann auf meinem Rechner gesichert. Das waren jetzt, sage ich mal, die Benutzereinstellungen oder die Benutzerführung, die für den normalen Benutzer wichtig ist. Kommen wir nun mal zu den Installer-Ansichten. Hier gibt es eine tolle Übersicht, die zeigt, wie ist denn der Status meiner Kameras? Gibt es da ein Problem? Muss ich jetzt an einer Kamera irgendwo die Auflösungsmenge reduzieren? Dazu kann ich natürlich die Auflösung verändern, die Bitrate, die Qualität kann ich dementsprechend anpassen. Passt das zu meiner Auflösung? Passt das zu meinem Upload? Ebenso kann ich auch verschiedene Video-Motion-Fenster hier definieren. Ich kann auch Polygone aufziehen, kann den Bereich im Bild, der mir wichtig ist, hier bestimmen, kann die Sensibilität einstellen, kann auch bestimmen, dieses Fenster soll natürlich einen expliziten Alarm auslösen, eine E-Mail oder eine Push-Notifikation absetzen und zu welchen Zeiten kann ich das hier genau in dem Dialog bestimmen. Wir springen vielleicht jetzt nochmal in das Dashboard, um zu zeigen, die Sichtweise des Administrators besser zu verdeutlichen. Hier sind alle Kameras drin, die hinzugefügt werden können und die bereits hinzugefügt wurden. Springen wir nun mal auf eine Fischaugenkamera, auf die Einstellungen. Hier gibt es eine Einstellung, die nennt sich Dewarping, die ist besonders interessant. Wie kann nämlich von einem Fischauge eine cloudbasierte Entzerrung, Dewarping, erfolgen? Machen wir das nun mal, indem wir einen neuen Viewport anlegen, nennen den Viewport mal Doppelpanorama und stellen oben in dem Viewport-Typ mal den Bereich Doppelpanorama ein. Automatisch wird aus dem Fischaugenbild ein virtuelles Doppelpanorama-Bild erzeugt. Da können wir auch jetzt natürlich verschiedene Voreinstellungen schon wählen. Da gehe ich aber vielleicht später in der Live-Ansicht nochmal näher drauf ein, weil man kann das nicht nur hier machen, sondern auch der späteren Benutzeransicht. Jetzt haben wir einen neuen Viewport definiert, können den speichern. Man kann dann auch natürlich hier über das Mülltonnen-Symbol diesen Viewport auch wieder löschen oder verändern. Das ist ganz leicht zu bewerkstelligen. Bei Analytik haben wir bis zu 5 Analytik-Funktionen, die man bei jeder Kamera individuell hinzubuchen kann. Man kann auch bei Locations den Standort der Kamera angeben. Ein wichtiger Punkt ist bei Cloud das Thema Upload. Wie viel Bandbreite habe ich denn? Wie viel Bandbreite habe ich denn verbraucht? Wie viel Bandbreite wird denn überhaupt durch mein System preisgegeben, zur Verfügung gestellt? Wie ist denn die Speicherauslastung? Passt meine Puffer zu meinem entsprechenden Upload-Bandbreite? Ja? Muss ich mir da Gedanken machen. Das wird hier sehr genau detailliert festgehalten und man kann eine genaue Analyse machen und dementsprechend sein System optimieren.
Springen wir hier nochmal in das DevOps Layout rein. Wir haben ja zuvor den Viewport erstellt und ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit, wie man in einer Ansicht auch natürlich diese virtuelle Zoom-Funktionalität, Schwenkneige-Funktionalität einer Fischaugenkamera nutzen kann. Hierzu kann man natürlich in den beliebigen Viewports in die entsprechenden Quadranten reinspringen und natürlich die Ausrichtung der Kamera modifizieren. Die Kamera wird ja als Fischauge gespeichert. Das gleiche geht natürlich auch im Playback, wie wir es hier in der Live-Ansicht sehen. Wir springen jetzt nun mal von dieser einen Installation auf die nächst übergeordnete Ansicht. Hier sehen wir verschiedene Standorte mit verschiedenen Kameras, mit verschiedenen Bridges. Dort gibt es natürlich nur noch weitere Layouts, weitere Kameras, die ich im Zugriff habe. Also auch eine Vielzahl von Kameras, Vielzahl von Standorten ist kein Problem mit der Cloud zu bewältigen. In den Account-Einstellungen gibt es verschiedene Sachen wie Privacy. Das wird nochmal in einem späteren Tutorial bearbeitet, eine interessante Funktion. Gehen wir aber nun mal auf die First-Responder-Funktionalität ein. Hier kann man, bevor ein Notfall eintritt, nochmal bestimmen, wer soll denn überhaupt auf die Anlage Zugriff haben, falls ein Notfall eintritt, ein sogenannter First-Responder-Mode. Hierzu nehme ich mal fiktiv einfach eine Polizeiadresse und sage einfach, die Polizei soll in meinem speziellen Notfall, wenn ich auf das Knöpfchen drücke, Zugriff haben und bestimme, auf was sollen die denn Zugriff haben, auf welche Kameras im Detail und kann das hier natürlich bestimmen. Wenn das erfolgt ist, erscheint hier ein weiterer roter Button, der heißt First Responder Mode aktivieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.